Hi meine Freunde, Andi hier. Ich bin Metal-Fan und ich höre mit euch Deutschrap. Ich entdecke Deutschrap komplett neu zum ersten Mal. Ich höre Songs, Artists oder Songs zum ersten Mal. Und ich habe hier jetzt einen Song für euch. Da bin ich richtig drauf gespannt. By the way, wenn dir die Reihe gefällt, gib mir doch wirklich ein Abo und eine Like für das Video. Das würde mir echt helfen. Heute habe ich für euch Casper, echt von unten Zoe Freestyle. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich habe Casper, offen gesagt, ein einziges Mal gesehen und gehört sozusagen. Und das war mit dem auf dem Parkway Drive Konzert in Frankfurt. Und da hat er einen Part auf Schattenboxen. Und ich fand es damals so krass, dachte mir, damals, war glaube ich letztes Jahr oder so, war übelst geil. Und seine Bühnenpräsenz war mega. Und ich dachte mir, wer ist das? Und jetzt habe ich die ein oder andere Empfehlung schon gehört. Und ich bin so gespannt, was mich jetzt erwarten wird. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Bro, okay, first of all, das Video, ihr wisst ja, ich gehe ja immer auf die Videos an, weil ich liebe auch so die Visuals und das Video und wie das aufgebaut ist und dramaturgisch und so. Ich finde das so krass, dass er jetzt hier vor der Flagge steht. Ist er denn Amerikaner? Oh. Was weißt du von Kakerlaken im Kleiderschrank? Im Trailerpark, Stiefpapa schreibt mich an. Schläge mit Kleiderhaken sich eingebrannt. Dein Glück trage ich nicht seinen Namen. Ist es wieder so ein Track? Ist es wieder so ein San Andreas Burning? Ist es wieder so ein Vega, weshalb sich oder wieso sich Stürme nach Menschen benennen? Ist es wieder so ein krasses Ding, das mich verspulen wird und aus den Socken hauen wird? Ist es autobiografisch? Alter. Dem seine Stimme, ne, ist auch krass. Ich weiß nicht, was da los ist, aber Casper hat so eine krass unique Stimme und ich habe die ersten paar Wörter gehört und dachte mir, Was weißt du von Kakerlaken im Kleiderschrank? Im Trailerpark, Stiefpapa schreibt mich an. Schläge mit Kleiderhaken sich eingebrannt. Dein Glück trage ich nicht seinen Namen. Sag, was du weißt von den Nächten ohne Strom. Fernseher verpfänden für Kaution. Roter Sand brennt unter Sohlen. Kämpfen um Snacks und Respekt unter Fetzen von Alter, ich hab Gänsehaut, Leute. Das Ding ist, dem seine Stimme schneidet irgendwie komplett durch die Luft. Basketballnetzen im Hof. Erzähl mir nix von ADHS und PTSD oder den Bildern, die ich ständig noch sehe. Vom Verstecken unter der Decke, wenn es wieder losgeht. Von meinen Idolen auf gebrannten CDs. Mein Papa war Trick Daddy, meine Mama war Trina. True wie mein Brudi, Cash Money, meine Familie. Mama verlor fast alles bei Katrina. 6 Mann eingepfercht im Trailer von der FEMA. Dreckiges Wasser bis zum Hals und noch drüber. 40 Grad plus im Schatten ohne Klima. Vergess nie das Kaputte, das müde tief in meinem Bart. Da kam er vom Krieg wieder. Fing unten an und bin hier zum Glück. Ich geh nie mehr zurück. Fängen unten an und sind hier zum Glück. Ich war schon dort und will nie mehr zurück. Und was weißt du von Klingeln beim Nachbarn? Weil das Geld fürs Essen wieder zu knapp war. Fuck. Alter. Ich weiß nicht warum so, aber das hat mich gerade komplett abgeholt und gecatcht und das hat mich komplett so eben wie eine Welle voller Emotionen getroffen. Ey, das war ich. Fängen unten an und sind hier zum Glück. Ich war schon dort und will nie mehr zurück. Und was weißt du von Klingeln beim Nachbarn? Weil das Geld fürs Essen wieder zu knapp war. Trink Wasser kochen, weil es dich krank macht. Dein Glück hab ich nun Abstand. Sag, was du weißt von den Tagen ohne Glück. Ne Jugend ohne Vater, der dich stützt. Knacken deiner Nase, wenn sie bricht. Wenn Last auf den Schultern dich erdrückt. In einem Land, das du hast und die Sprache nicht sprichst. Komm mir nicht mit HSP und Hypomanie. Oder Schlaf, den ich nie wieder krieg. Von den Monstern unterm Bett und wie sie mich wiegen. Und den Tapes mit den Liedern, die ich lieb. Bitte sag mir, wovon reden wir hier? Ist es Rap oder Straßen-Cosplay, das ihr spielt? Ist es echt? Oder bloß Gerede auf Beats? Ist es wirklich dein echtes Leben, das du memst? Denn ich war wirklich da. Wo Dämonen lachen wie Hyänen. Und Pax sich schlägt, wenn die Nacht sich legt. Mein Freund ist zu Grabe trägt, vor Angst nicht schläft. Und man sich für diesen Schwachsinn schämt, man nicht. Ich muss mal ganz kurz so zwischen reingrätschen. Ich schäme mich ja echt dafür, dass ich den jetzt anhalte, ne? Aber ich finde den Song so gut.
und so ergreifend und auf eine ganz andere Art und Weise. So, weißt du, zum Beispiel jetzt im Vergleich San Andreas Burn, das war so, du nimmst einfach die größtmöglichste Masse an Emotionen gepackt auf ein paar Minuten so und viel Spaß. So, bei Vega war es so irgendwie Aufbau, 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 letzte Sekunde vom Track gehittet. Und hier ist es so ein konstanter Flow, so eine Wellenbewegung. Und immer wieder kommen so Sachen hoch, weißt du? Und es ist aber so konstant über, bis jetzt auf dem ganzen Track. Also mit 1,42 wie 3,13 so insgesamt. Und bis jetzt ist es komplett krass. Ich finde, es holt mich irgendwie auf eine Art und Weise ab. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist so Emotionen, die er quasi überträgt durch die Lyrik, durch die Stimme, durch das, ne, wie er das auch erzählt so. Und den Tapes mit den Liedern, die ich lieb, bitte sag mir, wovon reden wir hier? Ist es Rap oder Straßencosplay, das ihr spielt? Ist es echt? Oder bloß Gerede auf Beats? Ist es wirklich dein echtes Leben, das du memst? Denn ich war wirklich da, wo Dämonen lachen wie Hyänen und Pax sich schlägt, wenn die Nacht sich legt. Mein Freund ist zu Grabe trägt, vor Angst nicht schläft und man sich für diesen Schwachsinn schämt. Mann, ich war wirklich da. Wow. Ich war wirklich da. Krass. Okay, wait. Wait. Also, Zoe Freestyle klärt mich auf. Also, kommt jetzt ein anderer? Ist das jetzt hier Casper alleine? Ist das jetzt ein anderer Song? Sind das jetzt zwei Songs zusammengemischt so? Und der Freestyle, jetzt einen zweiten Part von einem Song, den ich natürlich jetzt nicht kennen werde. Ich lasse mich überraschen. Ey, bis jetzt war das emotional so, aber auf eine krass packende Art und Weise. Und was kommt jetzt so, Leute? Okay. Jetzt schau, wo wir sind. Im Stadion mit 28.000 hier drin. Da braucht's mich, um die Champions League nach Hause zu bringen. Schau, wo wir sind. Tu nicht so, du weißt genau, wer ich bin. Mach's nur für den harten Kern. Doch der so groß, dass die Stadt dafür Straßen sperrt. Steh für Bielefeld, als wenn's Tribute von Panem wär. Lebe noch wie damals, nur mit ein paar Etagen mehr. Jetzt sind gar... Alter. Ey. Ich schwör's euch, dieses Mal habe ich wirklich nichts am Ton gemacht. So. Das brennt sich hier ein, Mann. Spielt er in einem Fußballstadion? Also tritt er da auf? Oder ist das jetzt nur so, also ich will nicht sagen Gelaber, aber ist es denn wirklich, stimmt das? Oder, es wäre ja krass, ne? Habe ich noch mal einen Rapper gesehen, der irgendwie ein Stadion füllt? Also bestimmt, aber sorry, falls ich, wie gesagt, aber das ist schon krass. Wir müssen nochmal zurück. Jetzt schau, wo wir sind. Im Stadion mit 28.000 hier drin. Da braucht's mich, um die Champions League nach Hause zu bringen. Schau, wo wir Krass. Sind. Tu nicht so, du weißt genau, wer ich bin. Mach's nur für den harten Kern. Doch der so groß, dass die Stadt dafür Straßen sperrt. Steh für Bielefeld, als wenn's Tribute von Panem wär. Lebe noch wie damals, nur mit ein paar Etagen mehr. Jetzt sind Gagen höher. Doch cancel Deals, für die du morden würdest. Chill am See mit keiner Sorge, wirklich Horror für dich. Wirklich, Bin keiner deiner Deutsch-Rap-Deppen. Ich kauf Häuser, keine goldenen Ketten. Ey, ich komm von unten, echt von unten. Ich hab ein Flashback an PA Sports und Yakari. Da habe ich gerade eben das Video dazu gemacht. Hat nicht PA Sports irgendwas auch so gemeint? War die Bar, ich versteh's nicht, aber oder ist es jetzt nur ein reiner Zufall? Weil er meinte, er kauft keine Häuser oder goldenen Ketten oder so. Und das Ding, ich kann mich noch erinnern, gab es eine Stelle von PA Sports, aber kann es auch nur reiner Zufall sein, wirklich. Aber das ist ja übelst krass. Ich habe rausgehört Bielefeld so, ich habe rausgehört oder verstanden jetzt, dass er anscheinend irgendwie in den Staaten groß geworden ist, aufgewachsen ist und so die Sachen erlebt hat und der Flashback jetzt, wo er jetzt ist, so. Etagen mehr, jetzt sind Gagen höher. Doch cancel Deals, für die du morden würdest. Chill am See mit keiner Sorge, wirklich Horror für dich. Wirklich, Bin keiner deiner Deutsch-Rap-Deppen. Ich kauf Häuser, keine goldenen Ketten. Ey, ich komm von unten, echt von unten. Nicht so Mittelklasse, beide Eltern perfekt von unten. Und ganz kurz, also ich denke mal schon, er spielt darauf an, dass er halt jetzt, ne, keine Deutsch-Rap-Deppen, dass er jetzt nicht irgendwie für Bling-Bling oder sowas ausgibt, sondern vielleicht irgendwie langfristig investiert, anlegt und so weiter und so fort, ne? Immobiliengeschäft oder so, ich kenne ihn jetzt nicht, aber so hört sich jedenfalls an. Und es kann jetzt wirklich nur ein Zusammenhang gewesen sein, der mich gerade so getroffen hat, weil ich irgendwie
vorher den Song gehört habe. Aber ich finde das mega cool. Also das Video ist mega cool gemacht. Man begibt sich auf eine Reise und wow. Bin keiner deiner Deutsch-Rap-Deppen. Ich kauf Häuser, keine goldenen Ketten. Ich komm von unten, echt von unten. Nicht so Mittelklasse, beide Eltern perfekt von unten. Mann, echt von unten. Tennisball, Golf, knacken in 6 Sekunden. Peace, Reste, Bon, zerfetzte Lunge. Echt von unten. Krass. Das war Casper, echt von unten. Mich würde jetzt nochmal interessieren, klärt mich auf, warum Soul Freestyle? Also anscheinend war das jetzt der zweite Part, aber hat er das freestyled? Also ist das wirklich so ein Ding, dass er jetzt gesagt hat, also das wäre jetzt überkrass. Ich dachte jetzt, es wäre ein Text von einem Lied oder so. Ist es denn so, dass der da wirklich jetzt gefreestyled hat oder was? Klärt mich auf. Egal in welche Richtung das jetzt geht, ich halte es mal offen. Also falls es ein Freestyle war, überkrass, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Und wenn du jetzt in die Kommentare reinschreibst, doch, das war's, dann ist mein Mind blown. Und ich werde einfach noch mal 1000 andere Casper-Videos machen, weil ich nicht raffe, wie man sowas machen könnte. Und wenn du sagst, nee, das ist ein Lied oder so oder irgendein da. Oder es heißt einfach nur so. Ich finde es auch mega krass, mega sick und so. An mich hat es komplett irgendwie verspult und abgeholt. Ich finde es so krass, dass dieser Kontrast da ist so im Song. Und ich finde ihn einfach mega sympathisch und ich finde, er ist auch ein intelligenter Typ, so was man mitbekommt, finde ich persönlich. Man hört, ich finde, mit viel Feingefühl und so, ne, so nuancenreich das Ganze raus. Also mich hat es komplett abgeholt. Und wie gesagt, so der einzige Song mit Parkway Drive, so als alter Metalhead, ne? Und da fand ich schon die Parts richtig auch live, ne? Brutals gut. So accidentally treffe ich halt einen Rapper auf der Bühne bei einem Metal-Konzert. Ich denke mir, war mega krass. Und jetzt hier hat mich das so heftig abgeholt und ich würde gerne mehr wissen. Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, welcher Song von Casper deiner Meinung nach dein Favorite ist oder was ich mir unbedingt anhören sollte oder was du mir noch empfehlen könntest. Ich bin gerade echt out of order. Meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Joint unseren Discord in der Description. Follow me auf Instagram. Da versuche ich die ein oder anderen Background-Stories nochmal ein bisschen so mit reinzubringen. Noch ein bisschen on top was dazu. Leute, ich brauche jetzt erstmal einen Tee. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi.